Leipzig ist Weltmeister. Die Mädchenschwimmmannschaft des Leipziger Sportgymnasiums hat bei der Juniorenweltmeisterschaft in Polen die Goldmedaille gewonnen. Das Team von Sebastian Zechlin und Diana Hirsemann konnte sich in verschiedenen Teildisziplinen mit einem deutlichen Punktesieg vor der Türkei und Brasilien durchsetzen. Nach dem Titelgewinn ist die Stimmung in der Mannschaft euphorisch, da man vor dem Turnier nicht unbedingt mit Platz 1 gerechnet hatte. Also am Anfang wussten wir gar nicht, wie wir stehen, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften. Und wir waren dann sehr überrascht, als es nach dem ersten Tag schon sehr gut lief. Und dann waren wir halt motiviert für den zweiten Tag und haben dann Gas gegeben. Und ja, am Ende war es dann doch schon vorausschaubar, dass wir gewinnen. Insgesamt 400 Schwimmerinnen und Schwimmer nahmen an dem einwöchigen Turnier teil. Nach der Rückreise wurden die Sportlerinnen am Dienstag von der sächsischen Kultusministerin Brunhild Kurt im Sportgymnasium mit Geschenken empfangen. Denn auch im Kultusministerium wurde der Wettkampf mit Spannung verfolgt. Natürlich wurden die hautnah verfolgt. Nicht, dass ich vor dem Fernseher gesessen hätte, aber da gibt es ein Internet, was man bemüht. Und da kommt dann auch von der Kultusministerin schon mal so ein richtiges ganz toll und ein Freudenschrei. Und aus dem Grund, wie gesagt, bin ich auch heute hier persönlich da. Und ich finde, das sind ganz tolle junge Mädels, die ein Wahnsinnsprogramm absolvieren. Und andere Jugendliche können sich daran wirklich ein Beispiel nehmen. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Mädchen allerdings nicht, da am 2. Juni die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin beginnen, die hoffentlich mit weiteren Erfolgen absolviert werden können.